wie weit darf ich bewegen, wie weit darf ich aktiv arbeiten, wie weit darf ich passiv arbeiten, wie weit ist die Belastungslimitierung durch weitere gelenkfordernde Maßnahmen, die durch den Operator durchgeführt wurden. Und natürlich sind die Prophylaxen ganz wichtig, was Adhäsion betrifft, Verklebung und auch eine Verbesserung der Beweglichkeit. Die Optionen, die da zur Verfügung stehen, je nachdem, was er angezogen wird, ist die Physiotherapie, Teile der manuellen Therapie, medizinische Trainingstherapie durch die Sportler, die Motorschienenbehandlung, wenn das schon gut ist, die manuelle Luftdrainage zur Reduktion von Schwellzuständen und die physikalische Therapie natürlich der Operation. Hier ist einmal ein Beispiel einer physisch geprägten Patientin, die eine sehr instabile Situation im Ellbogen präsentiert hat, den Orthopäden, und die dann eben so versorgt wurde mit einem Fixateur. Und da war es dann eben notwendig, dass dieses Gelenk weiterhin dann mobilisiert wird durch die Schiene und vor allem dann auch durch die Physiotherapeuten, und zwar eben gerade maximal, was eben im Schmerzbereich stattfindet, außerhalb des Schmerzbereichs stattfinden sollte, aber wie schnell und deutlich verbessert hat wird, kurz nach der Operation. Wenn wir von den chronischen oder beziehungsweise von den chronisch-traumatischen Situationen sprechen, also Situationen, wo die Belastung für den Ellbogen immer wieder hervorgerufen wird, durch Sport, durch Alltag, dann ist es oft das Verhältnis zwischen Spätbelastung und eher Entlastung. Das heißt, entweder gibt es sehr viel Belastung in kurzer Zeit durch Ehrgeiz und Trainingspläne oder beziehungsweise auch durch die beruflichen Vorgaben. Es gibt zwar große Kraftreserven im Bereich der sportlichen Aktivität, der Struktur, aber es ist nicht lange durchzuführen. Und es ist natürlich darum, mal die Technik, die zum Teil ja, entweder unorthodox ist oder eben einfach falsch. Was bei ihm ist, vielleicht nicht zutrifft, kann ich sagen. Bevor man sich dieses Gelenk von der Struktur anguckt, wie stabil es ist, kann man einige Tests durchführen, um zu schauen, wie die Herzverhältnisse sind, ob es das Gelenk Aktivität hat und beurteilen, wie es eben bei Belastung sich verhält und ob es wie sinnvoll ist, dieses Gelenk zu trainieren. Man kann auch noch schauen, ob man Instabilitäten im Ellbogengelenk durch Tests hervorrufen kann. Die kann auch der Proband dann selbst durchführen, indem er zum Beispiel eine posterolaterale Instabilität provoziert. Der Dr. Heidenfeld hat in den Tests schon einmal gezeigt, wir versuchen unser Bestes, aber wenn dann natürlich da nichts zu erreichen ist, dann ist das ein Fall für die Orthopädie, denke ich, das werden wir entscheiden. Und das andere ist dann eben nochmal eine Provokation der Selbststabilität oder der Stabilität, um zu gucken, wie es sich verhält. Weitere Strukturen sind natürlich die umliegenden Gelenke, weil oft ist es eigentlich nur die Symptomatik des Ellbogengelenkes, die von anderen Strukturen eben hervorgerufen wird. Wenn man die Chance hat, sich die Sportarten genauer zu sich zu führen, um mal zu schauen, was passiert denn mit dem Patienten, der auf mich zukommt, oder mit der Patientin, wo sind die Probleme, wo man bei dieser jungen Dame weiß, dass es also nicht nur das Ellbogengelenk, sondern auch die Knie und die Schultern sind, dann wird es sehr interessant, besonders wenn man sich dann die Bewegungsabläufe anguckt, die wirklich sehr gut sind, weil sie auch sehr weit oben in Deutschland betonen. Aber wenn man mal genau hinschaut, könnte man vielleicht entdecken, ob da noch weitere Arbeitsbereiche für die Physiotherapie sein könnten. Es gibt dann auf der linken Seite eine gezielte Aufschaffung der Bewegung. Wir haben uns gar nicht so sehr auf dieses Ellbogengelenk konzentriert, sondern erstmal, wie fällt es sich die Gesamtbewegung der Patientin? Und sind dann erst in zweiter Linie auf das Ellbogengelenk direkt gekommen. Dort haben wir dann versucht, weitere Stabilisierungs- und auch muskeldynamische Messungen durchzuführen, um Defizite hervorzuheben und auch fest zu dokumentieren, um zu zeigen, dass die eigentlichen Belastungsmomente für die, ich würde sagen, dass die eigentlichen Belastungsmomente für die Schulter eigentlich durch die Stabilität im Rumpf hervorgerufen oder abgefedert werden können. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist es oft so, dass das Gelenk das ausgreifen muss, ob es das Kniegelenk ist oder die Schulter oder eben der Ellbogen. Wenn man jetzt von der Therapie bzw. von der Behandlung ausgeht, wie kann ich dort eine sehr gut trainierte und eine sportliche junge Dame überhaupt noch auf den Weg bringen? Dass man sich erstmal die Patientin anschaut, wo sind die stabilisierenden Sachen, wo hat sie vielleicht Probleme, und es geht dann eben von der Wirbelsäule eben nach Distanz, Skapel am Arm, weiter weg. Zum Stützmuster Adduktion erinnern wir dann eigentlich an die lokalen Stabilisation im Rumpf und im Arm. Die vier Elemente der Neuaktivierung der Sensormotorik heißt, dass man diese Defizite, die dort vorhanden sind, erstmal anbahnt, man wird also jetzt nicht Schwungfußmuskeln trainieren und versuchen zu sagen, da ist etwas schwach, das wollen wir jetzt irgendwie der Dame austreiben, sondern man versucht erstmal zu gucken, wo sind die Defizite, und
ich versuche sie dann eben noch muskulär aufzugreifen. Wie kann ich das erreichen, wenn ich jetzt diese Position bei den Heilbelastungsstrukturen hat, hervorrufe, das schaffe ich wohl kaum. Ich kann mich nicht irgendwie im Salto neben sie bewegen, das wird schwierig sein. Aber ich kann Situationen der Stabilisation der Schulter bzw. der Rumpfmuskulatur eben provozieren durch geschlossene kinetische Ketten, stationäre Gelenkstraining und Schwerreize bereits. Geschwindigkeit sollte natürlich dabei vorhanden sein. Ich kann auch koordinativ im geschlossenen System arbeiten, um eigentlich mal genau anzuschauen, wo sind die Defizite im Bereich des kapulären Settings. Ich kann das beüben und kann eben dort den Ellbogen kontrollieren, kommt es zu Hyperextensionsmomenten oder nicht. Genauso kann ich das in den Abduktionsbereichen machen mit dem Schulter. Die Mobilisation der Brustwirbelsäule ist gerade, bevor das gar nicht so sehr auf die Turnrinne bezieht, sondern auch auf andere Bereiche des Sports, wie Wurfsport. Es ist auch so, dass die Wurftechniken, sind zwar gut, aber die Beweglichkeit der Brustmuskulatur bzw. der Brustwirbelsäule bzw. des Armes ist auch nicht so gezielt gut, dass es eben zu Defiziten kommt und dass es gerade auch bei den sportlichen Übungen oft Einschränkungen bei der Beweglichkeit gibt. Dort kann man wieder dann versuchen, dort eine Koordinationsverbesserung bzw. eine Mobilisationsverbesserung zu erreichen und die Schultermuskulatur zu mobilisieren. Koordinativ natürlich ein geschlossenes System, um die Tiefenstabilisatoren zu erreichen, ist auch das auf unebenen bzw. auf immobilen Gegenständen möglich, je nachdem, wie die Forderung aussieht. Man kann trotzdem über eine Vibrationsplatte machen, wenn die Anforderung nicht ausreicht, aber eben, es geht gar nicht so sehr um die Belastung, sondern vielmehr um die Entlastung dieser Struktur, dass es dort nicht zu einem Problem kommt. Jetzt an dem Gerätetraining kann man ganz gut erkennen, dass das Training der Armmuskulatur zwar wichtig ist, aber dass es zum Teil, wenn man nicht genau hinschaut, eben noch zu ausreichenden Momenten bewegen kann. Die koordinativen Maßnahmen auf den Bällen werden je nach Anspruch gesteigert. Das kann eben sein, dass man ohne nur mit zwei Bällen arbeitet oder unter Umständen auch mit drei. Bislingtrainer eignen sich Erfahrung dazu, um eben auch im Ellbogengelenk und im Schulterbereich unwillkürliche Faktoren hervorzurufen, mit auch einem weichen Kissen. Die letzten Bilder gehen dann nochmal zu, um die Aufrichtung der Wirbelsäule bzw. der skapulären Strukturen zu verbessern und bei ihr eben die Streckung beim Abschwung im Bereich des Oberkörpers nochmal gezielt anzusprechen. Das zeigt sich besonders dann, wenn man nochmal die Oberarmmuskulatur trainiert, wo eben bei einem angezogenen Foto mit T-Shirt sich zeigt, dass die Übung eigentlich ganz gut aussieht, aber dann auch wiederum sich im Schulterbereich Differenzen bei der Prüfung zeigen, dass man eben die Belastungsintensität für das rechte, für den rechten Arm eben auf den linken überträgt. Das ist nochmal in der Außenposition noch zu trainieren. Hier sieht man das nochmal schön an der Langhantel, wo sie das trainieren konnte, dass dort Defizite sind, auch an der Wirbelsäule, und dass man das eben speziell angeht. Ich danke hier für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen heute Spaß.